Ein Beamter ist schon seit dem Frühjahr vom Dienst suspendiert, weil er sich ganz klar als Reichsbürger exponiert hat und auch an entsprechenden Veranstaltungen teilgenommen hat. Da klärt man die Leute natürlich auch nicht auf über die Rechtslage, über die wirkliche. Ja. Weil wahrscheinlich, oder ich befürchte mal hier, vielleicht ein Kartenhaus zusammenbrechen würde. Wo steht der Feind? Vorm Schutzschild, hinterm Schutzschild? Also, nee, das kann jeder nur für sich beurteilen. Weil wir sind natürlich in einem System drin, was variabel ist. Und was heute Recht ist, muss morgen nicht noch Recht sein. Oder wird Recht umgedeutet? Ich weiß es nicht. Also das muss ja jeder selber mit sich ausmachen und hat natürlich auch Auswirkungen in diese Haftbarkeit, wo ich sage, was machst du denn, wenn das, was du machst, jetzt mal nicht recht ist? Du meinst, es ist recht. Und irgendwann wirst du zur Verantwortung gezogen werden. Wie wird es dir da gehen? Das sind natürlich unbequeme Aussagen. Aber natürlich ist es bequemer, in den alten Strukturen zu bleiben, sich sicher zu fühlen. Bloß ich weiß nicht, wenn man heute so die Geschichte anschaut oder die Zeit, wie sie sich verändert. Du hast mich vorher gefragt, ich bin eingestellt worden vor 40 Jahren, also ich bin jetzt seit 40 Jahren in der Firma. Was hat sich verändert? Was ist wichtig in der Firma? Und ja, wie es Marion schon sagt, wir sind für den Bürger da. Der Bürger hat mit seinen Steuergeldern ein Recht, wenn ich da zu Kollegen frage, ja, wer bezahlt uns? Gut, ein Herr Söder verwaltet das Geld und mag sein, aber ein Herr Söder bezahlt uns nicht, auch ein Herr Herrmann bezahlt uns nicht, auch wenn er unser oberster Chef als Innenminister ist. Nein, bezahlen tut uns der Bürger. Und irgendjemand hat zu mir mal gesagt, Mensch, du bist so kritisch, du bist so negativ, du hast doch einen Amtseid geleistet. Sage ich ganz genau, ich habe einen Amtseid auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das war eigentlich mein Ziel. Ja. Und wenn ich jetzt aber sehe, dass durch gewisse Strukturen genau diese freiheitlich-demokratische Grundordnung irgendwo in Gefahr gerät, ist es doch auch meine Pflicht, wie Marion schon sagt, nachzufragen. Moment mal, ist das alles in Ordnung? Gebt mir bitte eine Antwort. Die jungen Polizisten werden ja genau auf Linie gebracht, was gibt die STVO, das STVG, die STPO her. Also da werden fächerübergreifend Klausuren geschrieben und ich muss das korrigieren. Ich habe also einen Lösungsvorschlag gesagt, die und die und die Maßnahmen sind drin, ähnlich wie bei euch beim Zoll. Und da möchte ich das vom Jungen abgehören. So, wenn du jetzt den Kofferraum überprüfst, was für Verdachtsmomente hast du? Also der lernt das eins zu eins. Aber wiederum die Frage hinten ist erst einmal, welches Gesetz, welches Recht steht da, was ich vermittle? Also der handelt ja einen guten Glauben. Ja. Er sagt, ich halte mich doch ans Recht. Und jetzt kommt der Bürger und sagt, das ist rechtswidrig. Da bricht für den erstmal eine Welt zusammen. Also das muss man auch verstehen, dass so Kollegen teilweise völlig verunsichert sind. Und es ist natürlich eine Frage des Bürgers ist, gehe ich aggressiv auf den Kollegen los, weil ich sage, der darf das gar nicht. Ja, sie kommen ja gar nichts, dann genau, sagt er, ich kann sehr wohl. Ne? Was erwartet der dann? Ne? Ja, genau. Also da muss der Kollege oder wird sehr wahrscheinlich aggressiv reagieren. Oder ich frage nochmal, darf ich Sie mal fragen, warum Sie das jetzt machen? So, und dann geht ja erst einmal der Denkapparat an. Wieso fragt mich der Bürger, ob ich das jetzt darf? Natürlich darf ich das, habe ich doch gelernt. Aber vielleicht auch die Sensibilisierung, da mal Gespräch zu installieren. Weil wir müssen beide Seiten weiterbringen. Kollegen, die sich Gedanken machen über Maßnahmen und eben auch der Bürger, der sagt, okay, ich bin hier, habe Grundrechte, wie sieht es denn damit aus? Na gut, also zurück zum Beamtenrecht. Dieses Beamtenrecht ist auch in der Ausbildung involviert und da gibt es eben auch dieses Remonstrationsrecht, Remonstrationspflicht. Wenn ich mich recht erinnere, also die Unterrichtseinheiten sind sehr begrenzt in dem Beamtenrecht, also was der Beamte wissen muss. Und auch sind da sehr oft diese Beamtenpflichten natürlich genannt. Also das wird auch in Klausuren sehr gut abgeprüft. Bist du dir bewusst, was deine Pflichten alles sind? Und unter anderem ja Remonstrationsrecht. Jetzt ist natürlich so, wir haben es gerade angesprochen mit der STPO, mit OWG, Haftbefehle, Unterschriften. Es gibt ja diese Thematik, Haftbefehl muss er vollstreckt werden, wenn er nicht unterschrieben ist. Ja. Ich denke, die Kollegen machen sich da gar nicht so die großen Gedanken drüber. Wenn also heute der Haftbefehl kommt, der ist zu vollstrecken, ja, da ist ein Haftbefehl vom Amtsgericht, ist auszuführen, dann denke ich, spielt das hier, wie es das du erwähnt hast, Marion, für die meisten Kollegen gar keine Rolle, weil sie akzeptieren, dass da steht, maschinell gefertigt und gültig. Ja. Und auch wenn ich jetzt einen Haftbefehl vollstrecke, sage ich, okay, den vollstrecke ich oder ich vollstrecke nicht, weil ich da, natürlich, wenn es angeordnet wird, musst du es machen. Aber wie gesagt, Leute, wenn der
Bedenken habt, rechtliche, geht zu einem Vorgesetzten, remonstriert. Wenn er sagt, brauchst du keine Gedanken machen, das ist okay, mach das, dann kommst du aus der Nummer nicht raus. Beamtengesetz verpflichtet dich, das zu tun. Mhm. Sonst hast du einfach ein Dienstvergehen, weil du eine Anordnung nicht befolgt hast. Aber du musst dir halt absichern, dass du sagst, okay, das wurde von der Seite angeordnet. Inwieweit du dann wirklich sagst, ich ziehe es trotzdem nicht durch, muss jeder selbst entscheiden. Ja? Mhm. Aber du wirst, wie du gerade angesprochen hast, von vorgesetzter Seite selten die definitive Antwort kriegen, dass das Recht ausgehebelt ist oder. Mhm. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Richter und habe ganz naiv die Frage gestellt, die ja auch mich interessiert, ja, was ist, wenn du heute einen Prozess machst und bekommst von einem Beschuldigten, Angeklagten die Frage, dich zu legitimieren. Wir wissen, dass viele Juristen hier einen Hals kriegen, wenn also hier also ein Angeklagter hier diese Frage stellt. Aber wir wissen natürlich auch über diese Chefgesetze, die ja Alliierten, Besatzungsrecht noch bestehen, dass also hier nur eigentlich ein Richter Recht sprechen kann, wenn er die Genehmigung der Alliierten hat, soweit meine Informationen reichen. Mhm. Ja, was ist dann? Ja, und da wird halt dann von den Juristen gesagt, das übergehen Sie. Mhm. Also meine Frage, wissen Sie es nicht? Wollen Sie es nicht wissen? Auch mit Staatsanwälten habe ich oft so, sie lächeln dazu und einer hat mal so gesagt in der Richtung, ja, wenn gar nichts geht, berufe ich mich auf die Bayerische Verfassung. Sage ich, ja, das ist auch ein Gesetzeswerk, die Bayerische Verfassung. Ne? Ja, jedes Bundesgesetz steht über der Bayerischen Verfassung, wenn es denn alles so ist, wie es ist. Also ich merke, man weicht gerne aus, weil das das Einfachere ist. Weil sie lassen sich nicht festlegen. Mhm. Und entweder, wie ich schon gesagt habe, wird alles ins Reine geblasen. Das Grundgesetz hat Gültigkeit, es besteht, brauchst da keine Gedanken machen. Die 4+2-Verträge, Souveränität, wird ja oft hergenommen, der 4+2-Vertrag für die Souveränität. Ja. Wer sich mehr mit den Dingen auseinandersetzt, weiß, hier gibt es bilaterale Abkommen, die das wieder aushebeln. Ja. Also wenn ich vordergründig sage, 4+2-Verträge, ja, Gültigkeit, dann habe ich halt ein falsches Bild, weil die Realität halt anders aussieht. Und hier ist ähnlich in diesem Bereich. Mhm. Wenn ich also jetzt weitergehe und sage, okay, wir berufen uns alle auf dieses OBG, diese Strafprozessordnung, das wir ja gelernt haben als Handwerkszeug, das Basis ist. Ja. Und ich glaube, gelesen zu haben in irgendeiner Gewerkschaftszeitung der Polizei eines anderen Bundeslandes, wo sich also dieser Gewerkschaftsvorsitzende geäußert hat, ich bringe es nicht mehr ganz hin, er sieht es sehr bedenklich, dass durch die, glaube ich, zweiten Bundesbereinigungsgesetze der Geltungsbereich des OBG, der Strafprozessordnung, der Zivilprozessordnung aufgehoben wurde. Mhm. Gut, das ist eine Aussage. Kann man nachlesen, kann man googeln. Mhm. Da macht man sich schlau. Bundesgesetzplatz ist es abgedruckt. Dann gibt es dazu, glaube ich, ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil. Ist der Geltungsbereich eines Gesetzes aufgehoben, gilt das ganze Gesetz nicht mehr. Und dann kommt man ins Grübeln. Wir hatten letztens in Rosenheim, wann war das? Ich glaube im März, wäre eine Verhandlung angesetzt gewesen in Richtung Gültigkeit des OBGs. Das musste, soweit ich mich erinnere, eine ältere Dame gewesen sein, die, ich glaube, einen Bußgeldbescheid nicht bezahlt hat und geklagt hat, oder halt, wäre die Verhandlung angestanden und sie hat gesagt, was wollen Sie, das OWG hat keine Rechtskraft. Und da waren wir geladen, oder also es ist so rumgegangen, möglichst viele sollen zur Prozessbeobachtung kommen, wie hier geurteilt wird. Ja. Und ich glaube, einen halben Tag vorher ist die Verhandlung ausgesetzt worden, auf unbefristet. Meine Frage, wer hat die zweiten Bundesbereinigungsgesetze installiert? Warum wurde das gemacht? Wenn das mit diesem Geltungsbereich so ist, und ich sage, das OBG gilt anscheinend nur noch in Luftfahrzeugen, glaube ich, und Schiffen, warum wird dann der Geltungsbereich nicht wieder hergestellt? Ja. Was hindert uns? Das ist einfach so der Sache, ne? Ja, also das sind so Fragen, wo ich sage, hey, aber wenn ich danach frage, ich kriege keine Antwort. Und wenn ich heute vorlese, da gibt es ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, ich glaube, Alexander Wagand hat es auch erwähnt, 55 oder 56, irgendwie kann ich mich erinnern, alle Wahlen sind seit der Zeit ungültig. Ja. Dann frage ich mich, okay, Bundesverfassungsgericht, also unsere höchste richterliche Instanz, hat festgestellt, die Wahlen sind ungültig. Ja. Dass ich jetzt vielleicht nicht wählen darf, weil ich nicht Deutscher bin, ist nochmal eine andere Geschichte, aber warum hat das Bundesverfassungsgericht das beschlossen? Jetzt meine Frage, wir wählen alle 4 Jahre. Ja. Es ist doch ungültig.
Und dann auch mit allen Gesetzen, die seitdem... Ja, und jetzt natürlich auch die Frage, ne? Ja. Die Frage, jetzt wird ein Staatsorgan gewählt, eine Partei wird gewählt, kommt an die Regierung und die erlassen jetzt Gesetze. Jetzt fangen wir ganz vorne an, wenn denn das Bundesverfassungsgericht schon sagt, angeblich, die Wahlen wären ungültig, wie kann dann eine Partei, die eigentlich nicht rechtmäßig installiert ist, Gesetze erlassen? Ja. Und welche Gültigkeit haben diese Gesetze? Also das sind jetzt ja im Konstrukt, kommt ja, baut ja das alles aufeinander auf. Oder wenn man dann auch das verfolgt mit dem Staatsangehörigkeitsausweis. Mhm. Letztens einen Beitrag gesehen, da wollte einer eine Partei im Europaparlament installieren oder beantragen, wenn ich so sagen darf. Und der dachte auch, das ist wie bei der Wahl, er legt seinen Pass vor und damit ist gut. Mhm. Nein, nein, dem hat man dazu verpflichtet, einen Staatsangehörigkeitsausweis vorzulegen. Und dann hat er natürlich hier gesagt, Moment einmal, ich möchte hier eine Partei wie alle anderen gründen, wieso brauche ich? Mhm. Also es muss in bestimmten Kreisen wohl bekannt sein, die Zusammenhänge. Bei uns in der Firma oder in der Behörde oder bezeichnen wir was, wie man es will, ich weiß nicht, in welchen Hierarchieebenen das wirklich bekannt ist und nicht. Dieses Admiralty Law, wo man sagt, auf dem Seerecht, dem damaligen, fußt alles, also das Handelsrecht auch. Naja gut, wenn wir jetzt sagen, das ist ja auch die Diskussion, wenn ich also sage, na, BRD, GmbH, und mich beschäftigt dieses Staatsgebilde. Ich meine, es wird ja immer so das Dritte Reich in Mittelpunkt gestellt. Ja, das war eine Epoche, dass die nicht schön war und da viel falsch gelaufen ist. Ich glaube, da brauchen wir hier nicht diskutieren. Aber wenn man dann also sich Gedanken macht, auch hier wurde, glaube ich, auch schon höchstrichterlich festgestellt, dass die Weimarer Verfassung nicht außer Kraft ist, dass also das Deutsche Reich in den Grenzen, ich glaube 1937 oder so, noch Bestand hat, noch rechtsfähig, glaube ich, wäre, aber nur nicht handlungsfähig ist, da kommst du ins Grübeln und sagst, Moment einmal, wenn es das noch gibt, warum sind wir heute hier? Was ist dann die BRD? Auch immer die Fälle, wo ich mal mitkriege, dass sich plötzlich einer mit dem Ausweis des Deutschen Reiches ausweist, wo man natürlich zuerst das Konstrukt im Kopf hat, ah, das ist also Urkundenfälschung, das stellen wir sicher, wo ich dann sage, hey, langsam, der darf das unter gewissen Voraussetzungen, weil. Also das führt auch zur völligen Irritation bei Kollegen, die eben durchs Passgesetz, Personalausweisgesetz ja auf Linie gebracht worden sind und das auch nicht hinterfragen. Was heißt der Personalausweis? Also dann diese Fragen, Staatsangehörigkeit, ne? Was steht denn drin im Personalausweis? Hinterfragt keiner mal so. Das akzeptiert man, das ist ein Personalausweis, aus dem Aus. Und jetzt bringt einer eben einen Ausweis vom Deutschen Reich. Ich versetze mir ja gern, eben durch meine frühere Trainertätigkeit, immer einen Chef rein zu versetzen. Was würde ich denn sagen, wenn ein Kollege so käme und ich in diesem System anders aufgestellt bin? Da hast du ja keine Möglichkeit. Also entweder du schlägst den Weg ein, auch als Vorgesetzter, zu sagen, ich mache mich jetzt schlau und stößt auch dann an deiner nächsten Hierarchieebene an Grenzen, wo er dir vielleicht eindeutig, zweideutig sagt, wo deine Grenzen sind, ja, oder du negierst es. Also du hast keine Möglichkeit, weil auch in den Hierarchieebenen ist immer noch mal einer oben drüber. Und es wird dann schwierig, wenn man diskutiert und man greift ein Bruchstück raus und dann über das redet man. Wenn ich sage, wie schaut der Gesamtkomplex aus? Wie ist die Staatsgründung überhaupt entstanden? Ich hatte bei mir am gehobenen Lehrgang das Rechtsfach Staats- und Verfassungsrecht. Und hier wurde ich das erste Mal konfrontiert auch mit diesem Europarecht, supranationales Recht. Ja, uns hat man immer gelehrt, Grundgesetz ist unser höchstes Gesetz und alles baut auf dieses Grundgesetz auf. Und jetzt gibt es plötzlich eine EU. Wie wir ja wissen, was ist die EU? Ist es ein Staat? Nee, kann es nicht sein. Es ist ein Verein wahrscheinlich. Es hat keine eigene Verfassung, es gibt nur Verträge. Und wir als Deutschland geben hier unser nationales Recht, das uns höchste Wert ist eigentlich, wir geben hier was ab, freiwillig oder wie auch immer. Jetzt auch in diesem Konstrukt zu sehen, jede EU-Richtlinie steht jetzt über unserem nationalen Recht oder muss innerhalb einer gewissen Frist in nationales Recht umgewandelt werden. Also das sind dann plötzlich so Sachen, wo man sagt, wie stimmt das alles noch zusammen mit dem, was ich gelernt habe? Also auch diese Alimentationspflicht, ne, ist für den Beamten sehr wichtig, weil er weiß, wird von der Bevölkerung auch immer so gesehen, ihr seid Beamte, ihr seid unkündbar.
Ja, das ist so. Aber wenn ich sage, okay, was heißt die Alimentationspflicht? Natürlich muss der Staat für uns oder uns alimentieren. Er sagt aber nicht, wie hoch. Mhm. Also wenn ich mir heute den Schuldenberg ansehe, den wir haben, frage ich mich ganz normal, wie lange wird das noch gehen und funktionieren, das System? Ja. Irgendjemand hat mal gesagt, glaube ich, die Rente ist sicher. Ja, wie sicher ist sie denn? Ja. Und wie lange? Da habe ich so ein bisschen, Entschuldigung, meine Zweifel dran. Ja. Also wenn ich ganz normalen Hausverstand habe, kann ich mich da nicht lösen und sagen, ach, ich gehe irgendwann in Pension, ich lebe noch 20, 30 Jahre und dann ist alles in Ordnung. Allein mir fehlt der Glaube, wie man so schön sagt. Es geht um das zu sagen, wir sind alle Bürger eines Staates, jeder in einer anderen Funktion und eigentlich wollen wir, dass der Staat funktioniert. Ne? Hm. Wir wollen nicht aufeinander losgehetzt werden. Das ist ja auch jetzt in Europa erkenntlich. Man wollte Europa, Völkerverständigung, hat es funktioniert? Ich war der Erste, der sich so ein Kennzeichen mit dem EU-Fahne geholt hat, weil ich es toll fand. Ich glaube, in Spanien haben sie jetzt das Versammlungsrecht verboten, ausgehebelt irgendwas. Demonstrationsrecht. Also wo ich sage, okay, der Bürger hat hier Rechte gehabt und die werden ihm genommen, weil es unbequem wird. Ja. Genommen. Eigentlich entscheidet doch der Volkssouverän. Ich hatte im Verfassungsrecht gelesen, wenn der Souverän sich eine neue Verfassung gibt, ist das möglich. Hm. Ja, was wird hier gemacht? Du bist natürlich raus, du bist jetzt nicht mehr gefährdet. Für dich kannst du noch vielleicht ein bisschen haarig werden. Fragen stellen. Ja, aber du hast die Persönlichkeit, dass du das aushältst. Och. Du hast ja das auch bewusst gemacht, du weißt, dass... Ja, klar, vielleicht bekomme ich dann Antworten. Ja, also, wäre schön. Ja, gut.